Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Embryo von Motrip. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Embryo von Motrip, im Jahr 2012 erschienen über Universal Music. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann mal im Detail an. So. Das Ganze als Album und als Vinyl, also als CD und als Vinyl erschienen, nicht als Box. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier das Cover von Embryo und der Name sagt es bereits. Wir sehen auch hier einen Embryo, also einen kleinen Menschen, gerade am Entstehen in der Fruchtblase. Hier links lesen wir auch nochmals Motrip Embryo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 17 Stück an der Zahl, auf zwei Doppelvinyls verteilt. 4, 4, 5, 4. So ist das aufgeteilt. Und dann haben wir unten noch Credits und einen Barcode. Gut, wir schauen mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Also, auch hier haben wir wieder einen Embryo. Und hier der Kopf in Nahaufnahme. Und hier haben wir dann noch die Credits zum Album. Also hier alle Beteiligten, alle Feature-Gäste, alle Produzenten, Mix, Mastering etc. alle hier erwähnt. Dann werfen wir mal einen Blick in die erste Tasche. Hier haben wir einmal die erste Vinyl und auch einen Download-Code. Aber wir schauen uns erstmal die Vinyl an. Diese kommt hier in so einer Papierhülle, vom Farbton her ziemlich genauso wie das rundherum hier auf dem Cover, also so ein dunkles, ja, schwarz-violett würde ich das mal bezeichnen. Motrip lesen wir hier. Auf der Rückseite ein O mit einem Dach darüber. Und dann schauen wir uns mal die Vinyl an. So sieht das Ganze aus. Klassische Schwarz-Vinyl mit weiß-violettem, ja, Innen. Rückseite O. Und das ist eben spannend, dass das Ganze hier so bezeichnet ist. Normalerweise kennt man das ja als A, B, C und D Seite oder wenn man die Vinyls nummeriert, dann zweimal A, zweimal B Seite. Allerdings hier haben wir eine M, O, T und R Seite. Okay, gut. Das war die Seite. Dann werfen wir einen Blick in diese hier. Dann haben wir hier wieder das Motrip Logo und hier auch wieder das O. Und jetzt würde mich interessieren, aber ziemlich sicher, jawohl. Wir haben hier einmal die T-Seite, die Vinyl genauso gestaltet wie auch schon die erste, und dann hier die R-Seite. Also, das Ganze sehr ungewöhnlich durchnummeriert. Ansonsten hier nichts weiter. Allerdings, wir haben noch einen Download-Code. Hier, so sieht das aus, da bekommt ihr so einen kleinen Einleger mit Download-Code, den wir jetzt an dieser Stelle nicht herzeigen. Und mit diesem könnt ihr dann natürlich das Album als MP3 runterladen, da ja die wenigsten Menschen heutzutage noch irgendwie Vinyls oder Anhören oder Plattenspieler zu Hause haben. Deswegen ist das heutzutage gang und gäbe, dass in solchen Vinyl-Editions auch immer ein Album-Download-Code dabei ist. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl befindet. Allerdings, bevor wir dazu kommen, ich habe noch gar nicht einen wirklichen Blick auf die Tracklist gezeigt. Und zwar, wir haben Features von Masimoto, El Musawi, das ist der Bruder von Motrip, und dann hier unten noch Joker und Silla. Also insgesamt 4 Tracks, also 4 Features auf 17 Tracks. Und in der Vinyl Edition bekommen wir eben diese 2 Vinyls, diese Doppelvinyl in diesen Hüllen und den MP3 Download Code zusätzlich.
Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Embryo von Motrip. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Motrip unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.